So, nachdem in dem anderen Video von mir gezeigt wurde, wie man GeoGebra nutzen kann, um etwas zeichnerisch zu bestimmen, also solche Werte wie Funktionswerte oder Stellen, möchte ich euch nun anhand der gleichen Aufgabe zeigen, wie man das in GeoGebra rechnerisch macht. Und dazu gibt es in GeoGebra das sogenannte CAS, das Computer-Algebra-System. Ich habe hier GeoGebra einfach so gestartet. Ihr braucht keine spezielle Datei, sondern startet einfach das GeoGebra aus dem Startmenü. Und dann können wir das CAS hier unter im Menü Ansicht anschalten und ebenso auch die Algebra-Ansicht hier schließen, die wir nicht brauchen. So, eventuell müsst ihr das CAS bei euch noch ein bisschen größer machen. Ich habe eben schon probiert, deshalb ist das schon größer eingestellt. Als erstes muss ich ja die Funktion definieren und das mache ich hier nicht im CAS, sondern hier unten in der Eingabezeile. Für den Fall, dass ihr jetzt das schon erklärt bekommen habt, wie man das eingibt, hört da einfach drüber. Ich habe ja diese Funktion hier und bei der Eingabe muss ich Folgendes beachten. Komma ist bei GeoGebra immer ein Punkt. Und dann mal x hoch 3 heißt es ja. Mal kann ich entweder machen, indem ich einfach das x hoch 3 hinten dran schreibe. Ich kann aber auch so ein Sternchen schreiben oder auch ein Leerzeichen. Das hoch bekomme ich durch ein Dach, was direkt neben der Taste 1 links auf der Tastatur zu finden ist. Manchmal muss man das auch doppelt eingeben, damit das erscheint. So, und dann geht es weiter. Plus 2x Quadrat. Minus 2x minus 1. Der Funktionsgraph wird dann hier angezeigt. Jetzt habe ich das vorhin schon benutzt. Wenn der Graph nicht zu sehen ist, könnt ihr hier durch Verschieben die Ansicht verändern und mit dem Mausrad das größer und kleiner machen, somit dass der Funktionsgraph ganz zu sehen ist. So, erste Aufgabe lautet ja, bestimme den Funktionswert an der Stelle 2,5. Das heißt, bei 2,5, was für einen y-Wert habe ich da? Ja, 2,5 ist ja hier, also bei plus 2,5. So, das kann ich ganz einfach machen, da muss ich also nicht irgendwie abschätzen. Und bei 2,5 muss ich eventuell ja auch noch sogar weiter nach oben verschieben. Hier geht das ganz einfach. Einfach Funktionswert an der Stelle 2,5, also das da einfach eintippen und ich kriege dann das Ergebnis. Ja, ich kriege das Ergebnis als Bruch. Ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, vor allem wenn man es halt irgendwie einzeichnen muss. Und da gibt es dann, wenn ich hier oben den Cursor nochmal reingesetzt habe, eine Möglichkeit, das sich als Näherung ausrechnen zu lassen. Hier ist es also genau und hier wird es numerisch als gerundeter Wert geliefert. Also etwa 14,31. Na, das ist also klar, dass das hier nicht mehr drauf passt. Übrigens, die Anzahl der Nachkommastellen kann ich hier unter Einstellungen Runden verändern. Meistens reicht hier eine Kommazahl, aber wir werden gleich sehen, dass es auch nicht immer sinnvoll ist, nur eine Nachkommastelle zu bestimmen. So, nächste Aufgabe lautete, an welchen Stellen hat die Funktion den Wert minus 4? Minus 4 bedeutet ja Funktionswert minus 4, der y-Wert. Und dann sehe ich, dass der Punkt hier auf dem Graph etwa den Funktionswert minus 4 haben müsste. Entsprechend der x-Wert hier. Kann ich etwa abschätzen, aber GeoGebra kann mir hier auch helfen. So, ich suche hier ein x, bei dem ich den Funktionswert minus 4 habe und das gebe ich dann so ein. Also wann ist mein f von x gleich minus 4? Wenn ich das jetzt so eingebe, wird mir eine Gleichung ausgegeben. Ja, also das, was ich suche, sind ja eigentlich Lösungen für die x hier, damit diese Gleichung richtig ist. Das ist bei einer Gleichung ja so üblich. Und auch da kann mir GeoGebra helfen, denn es gibt hier ein Werkzeug Löse. Ich klicke hier drauf und gehe jetzt hier auf Löse. Und da kriege ich eine Lösung minus 5. Es stellt sich natürlich die Frage, ob das so genau ist, minus 5, weil, naja, so ganz, wo sind wir jetzt eigentlich? Bei minus 4.
Ja, minus 5. Naja, es sieht eigentlich so aus, als ob es nicht genau auf minus 5 ist. Und das liegt jetzt daran, dass ich das Runden auf eine Nachkommastelle reduziert habe. Weil hier kommt jetzt raus minus 5,03. Also sinnvoll ist wahrscheinlich zwei Nachkommastellen und dann sehe ich, ob es wirklich genau ist, genau minus 5 oder eben auch nicht. So, die gleiche Aufgabe war ja jetzt mit dem Funktionswert 0. Also wieder f von x ist gleich 0. Und ich gehe wieder auf Löse und kriege dann drei Werte, denn der Funktionswert 0 bedeutet ja, Funktionswert y-Wert 0, das sind also Punkte, die hier auf der x-Achse liegen. Und da habe ich drei mögliche Lösungen. Und die werden hier also nacheinander dargestellt. Man sollte das übrigens, wenn man das aufschreibt, eher so aufschreiben, dass man sagt x1, x2 und x3. So ein bisschen ungünstig. So, hier habe ich jetzt immer schön meine gerundeten Zahlen bekommen. Aber genauso wie ich vorhin mal eine Darstellung als Bruch hatte, kann es also passieren, dass man da eine Lösung bekommt, die noch ein bisschen anders aussieht. Dazu mache ich Folgendes. Ich lösche gerade hier mal die Zeilen und definiere eine andere Funktion f von x. So, und ich verwende die Funktion f von x gleich x hoch 2. Die sieht folgendermaßen aus. Und jetzt möchte ich gerne einfach mal wissen, bei welchen x-Werten habe ich den Funktionswert 3? Und Funktionswert gleich 3 bedeutet ja, bei welchem Punkt auf dem Graphen habe ich den y-Wert 3? Das wäre ja bei 3, also hier wären das zwei Punkte, irgendwie so kleiner als, beziehungsweise größer als minus 2, kleiner als 2. Wenn ich jetzt hier das Lösen anwende, kriege ich da so ein komisches Symbol. Ja, das ist ein spezielles Rechenzeichen, das wie das Hoch eine bestimmte rechnerische Bedeutung hat. Allerdings wird das erst in Klasse 9 behandelt, von daher könnt ihr damit noch nichts anfangen. Das ist die sogenannte Wurzel, also minus Wurzel 3 und plus Wurzel 3. Allerdings kann mir GeoGebra das also auch runden und dazu gibt es neben diesem Lösebefehl auch den Lösenumerisch. Der Vorteil ist, man kriegt dann also Kommazahlen und die kann man dann ja auch wieder einzeichnen. Also etwa minus 1,7 und plus 1,7 sind die zwei Lösungen. Das kommt sicherlich ungefähr hin. Wenn ihr also diese komischen Symbole oder auch irgendwelche anderen Symbole habt, empfehle ich, das lösenumerische Werkzeug zu nehmen, dann sollten also gerundete Zahlen herauskommen.